Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Augs Politics. Und ich meine, wenn ihr schon mal hier seid, dann wollt ihr wahrscheinlich wissen, um was es hier geht, was ich hier mache. Und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Das hier ist mein Trailer und deswegen möchte ich hier vorstellen, was ich mache, was ich möchte und was ich hier hochladen möchte. Also viel Spaß damit. Ich selber bin Student, zwar nichts Politisches, aber genau darum soll es hier gehen. Denn so vor 3-4 Monaten hat das angefangen. Ich habe wie ihr alle wahrscheinlich auch das Phänomen der AfD verfolgt. Und festgestellt, ja, ich könnte jetzt auf der AfD rumhacken, aber wenn ich das tue, weil ich ihre Meinung nicht vertrete, dann muss ich es mit Argumenten tun und dann muss ich die Partei kennen. Also habe ich mir deren Grundsatzprogramm geschnappt, habe mir gesagt, okay, du arbeitest das jetzt durch, habe mir einen Block genommen, habe das eingeteilt in verschiedene Felder wie Bildung, Umwelt etc. und habe das AfD-Grundsatzprogramm zusammengefasst und festgestellt, es gibt gute Teile und es gibt schon schlechte Teile. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du das mit dem AfD-Grundsatzprogramm kannst, wieso nicht mit den anderen Parteien? Also habe ich mir die Wahlprogramme von der Bundestagswahl 2013 geschnappt, von vielen anderen Parteien, also Linke, Grüne, SPD, CDU, CSU, FDP und dann letztlich halt der AfD, und habe sie zusammengefasst. Und jetzt habe ich mittlerweile ein mehr oder weniger umfassendes Werk, einen ganzen Block voll verschiedener Themenblöcke und kann dazu vergleichende Positionen finden, also zum Bereich Umwelt, Bildung etc. Und ich hatte dabei eigentlich kein besonders großes Ziel. Ich wollte einfach für mich selber sagen, okay, ich weiß, was ich wähle und ich weiß, welche Partei ich unterstütze. Ich wollte mich irgendwo umfassend politisch bilden und mittlerweile sind für mich aber drei Sachen zusammengekommen. Einmal diesen umfassenden Überblick, den ich bekommen habe durch meinen Themenkatalog, und zum Zweiten, das hier ist das Wichtige, auch die Leute, um die es hier geht. Ich kenne so viele Mitstudenten, so viele alte Mitschüler, die nicht besonders politisch interessiert sind. Aber die wissen, wählen ist wichtig. Die wissen, unsere Demokratie ist wichtig und die auch wählen wollen. Aber das sind nun mal nicht die Menschen, die sich jeden Tag die Tagesschau anschauen oder jeden Morgen Zeitung lesen und sich umfassend politisch bilden. So ist unsere Jugend oder die junge Bevölkerungsschicht heutzutage so. Das ist zwar schade, aber so ist es nun mal. Und dafür gibt es ein super Mittel und das ist das, was ich jetzt entdeckt habe, nämlich YouTube, weil genau dieser Teil der Bevölkerung, den ich hier ansprechen möchte, das sind genau die Menschen, die sich auf YouTube jede Menge Videos anschauen. Und das hier möchte ich hier zusammenbringen. Es geht hier für mich nicht um Ruhm, nicht darum, YouTube-Star zu werden oder damit jede Menge Geld zu verdienen, sondern es geht für mich darum, das genau dieser Schicht an Bevölkerung näher zu bringen. Natürlich, das ist nicht exklusiv für die. Es geht mir um die Menschen, die jetzt zum ersten Mal wählen oder zum zweiten Mal, dass die eine mehr oder weniger umfassende Meinung sich dazu bilden können, je nachdem, wie viel sie möchten. Wenn sie sagen, okay, mich interessiert mehr der Bereich Bildung, dann schaue ich mir jetzt dieses 8-Minuten-Video von Augs Politics an und das ist informativ und hinterher weiß ich einfach, was Sache ist. Und dann wissen sie, um was es in der Bildung geht, und für mich vor allem weiß ich, je nachdem, eine größere oder kleinere Community, das werde ich ja sehen, aber ich weiß für mich zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2017, dass die Leute nicht hingehen und sagen, ach, ich bin ein sozialer Mensch, jetzt wähle ich mal die SPD, sondern dass sie hingehen können und sagen können, okay, für mich ist zum Beispiel der Bereich Naturschutz der wichtigste Bereich. Und ich weiß durch dieses Video, was ich mir angeguckt habe, okay, die Grünen vertreten das, die Linken das und so weiter, und darauf lege ich Wert und diese Partei wähle ich. Und das ist es, um was es mir hier geht, und zwar nicht das, was in der Öffentlichkeit passiert, dass man sieht, ah, jetzt ist mal wieder der Skandal gewesen, sondern dass man auch wirklich anhand eines festen Parteiprogramms sich das anschaut und schaut, was ist niedergeschrieben, wofür steht meine Partei eigentlich? Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht jetzt mich jetzt hier auf YouTube besonders, warum mache ich das hier? Ich meine, es gibt andere YouTuber, die so ähnliche Sachen machen, und wenn ich sage, okay, es ist nicht mein großes Ziel, der größte YouTuber der Welt zu werden, warum mache ich das hier? Ich könnte ja auch die Arbeit anderen Menschen überlassen, aber ich sehe bei anderen YouTubern, die sich ein bisschen mit Politik auseinandersetzen, oft ist es so, es kommen vielleicht 2 Sätze Informationen und dann kommen 2 Minuten Meinung dazu. Vielleicht kommt hinterher noch, okay, klar, ich akzeptiere jede Meinung und schreibe es mir in die Comments, aber auch nicht immer. Und da möchte ich anders sein. Ich möchte versuchen, wirklich wenig Meinung mit reinzubekommen. Manchmal geht das nun mal nicht, dass ich nur Informationen bringe. Aber ich will wirklich versuchen, so wenig wie möglich Meinung reinzubringen und so viel wie möglich Informationen auf kurze Zeit, ohne dass es überfordert, aber dass man nach einem relativ kurzen Video weiß, was Sache ist. Und dafür habe ich mir gedacht,
Es gibt die Anmerkungen auf YouTube. Die kann man ausschalten oder anschalten, je nachdem, wie man möchte. Und alles, was ich in zukünftigen Videos sagen möchte und ich aus den Parteiprogrammen habe, möchte ich mit Anmerkungen als Quelle hinterlegen. Das heißt, für jeden, der sich das anschaut und sich nicht sicher ist, hä, ich bin doch bei den Grünen in der Partei, aber davon habe ich noch nie was gehört. Steht das wirklich in meinem Parteiprogramm? Dann können Sie sich das anschauen, können auf den Link gehen und sehen, ah ja, das steht ja in meinem Parteiprogramm. Ich möchte das Ganze mit Hand und Fuß machen. Ich möchte nicht was hier erzählen und viele Leute damit vielleicht eventuell erreichen und irgendeinen Geschmarre erzählen, sondern ich möchte hier wirklich was Informatives und was Wahres. Und deswegen kann ich auch mit gutem Gewissen hier sagen, bitte schaut euch diese Videos an, geht vor allem wählen und teilt vielleicht auch diese Videos. Erzählt anderen Leuten davon, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, wenn ihr findet, dass ich das halbwegs anständig mache. Weil es ist nicht für mich, es ist für euch. Ich will, dass die Menschen, dass Deutschland irgendwo, vor allem die jungen Menschen, politisch aufgeklärter werden. Und deswegen sage ich auch, wenn ihr Kritik habt, wenn ich mache hier zum ersten Mal was auf YouTube, wenn ihr irgendwelche Kritik habt, wenn ihr sagt, das kannst du besser machen, das gefällt mir nicht, bitte schreibt es einfach in die Comments. Das nehme ich alles auf und schaue mir das an und wenn es sinnvoll ist, dann ändere ich da auch was. Und ja, so und dann vielleicht zum Schluss noch eine Kleinigkeit, ein bisschen was über mich. Ich bin der Max, ich studiere zurzeit molekulare Medizin in Erlangen, bin jetzt mittlerweile schon fast 20 und ja, das bin ich und das hier ist mein Kanal.